Wohin mit dem gefährlichsten Müll, den die Menschheit je produziert hat? 35 Jahre lang wurde um Gorleben als Atomendlager gestritten. Jetzt soll alles wieder auf Null gesetzt werden. In Berlin haben sich Bundesumweltminister Altmaier und die Bundesländer auf ein Verfahren geeinigt, mit dem die Suche nach einem Endlager ganz von vorne beginnt. Der Startschuss für eine große Zitterpartie, denn nun könnte es nahezu jedes Bundesland treffen. Sebastian Plantold. Mit traumhaften Bildern will die Region rund um den bayerischen Luftkurort Turmansbang in diesem Video Touristen locken. Doch mit der Idylle könnte es bald vorbei sein. Denn der Granit unter dem bayerischen Wald wäre für ein Atommüllendlager geeignet. So weit will es der Bürgermeister aber nicht kommen lassen. Wir haben Geld, wir haben genug Leute hinter uns. Und sollte da nur das Geringste sein, dann werden wir natürlich uns da sofort zur Wehr setzen. Auch andere Regionen müssen zittern. Sollte die Entscheidung für ein Endlager in einem Salzstock fallen, wäre der Nordwesten betroffen. Ein Endlager in Granitstein träfe den Südosten, ein Endlager in Thon träfe Norden oder Süden. Um Konflikte zu vermeiden, will der Umweltminister vor allem die Öffentlichkeit mit ins Boot holen. Wir werden großen Wert darauf legen, dass das Verfahren ab jetzt so transparent und öffentlich wie möglich durchgeführt wird, mit allen Expertenanhörungen, mit allen Ausschussberatungen, die notwendig sind. Vorbereiten soll die Endlagersuche eine Kommission aus Bund, Ländern und Experten. Die endgültige Entscheidung treffen dann Bundestag und Bundesrat. Obwohl sich alle einig sind, dass auch Gorleben als Endlager weiter in Frage kommt, fahren die Niedersachsen schon mal die Krallen aus. Wir gehen davon aus, dass Gorleben nicht geeignet ist. Wir werden jetzt miteinander abzuwarten haben, welches ist die Position, die die Enquete-Kommission dazu einnimmt. Und so zeigt sich schon beim Neustart, was Deutschland in den kommenden Jahren wohl droht. Ein Dauerstreit darum, wer am Ende den Müll vor seiner Haustür akzeptieren muss.